Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rise of the Tomb Raider mit Paxis und dem schönen Lampenbug. Wir müssen da rüber. Gibt's hier noch irgendwas für den Waldläufer? Da oben auf jeden Fall. Da hat sich's doch schon gelohnt. Oh fuck, war voll. Aber es gab zumindest Erfahrungen. Ich glaube, das war's dann auch. Jo. Na gut. Dann weiter Richtung. Also ich bin ja schon mal mega gespannt auf die Unsterblichen. Für alle, die nicht mitbekommen haben, da sollen in den Katakomben oder wo wir da hin sollen, sollen Unsterbliche leben, die alle umbringen, die da hingehen. Und Jacob ist der Meinung, dass die halt Trinity Plug machen, aber Lara kann nicht so lange warten, also. Müssen wir direkt hingehen. Also. Der Typ müsste mich eigentlich hören, ne? Oh! Das war ja mal ein geiler Tod. Nice. Und wir haben ihn direkt dadurch gelootet, auch weil wir ja diese Fähigkeit jetzt haben. Ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Hm. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Mensch, ich überlege gerade. Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Wir werden angegriffen! So, das war doch mal ein anständiger Kampf. Nur noch 12 Schuss, merke ich gerade. Kann doch nicht nachladen. Aber das war doch mal ein anständiger Kampf. Ging schnell und relativ problemlos. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt neue Pistolenmunition finden. Ich hoffe es doch zumindest mal. Was finden wir hier oben? Hm? Aha, da können wir ein Seil spannen und. Wieso? Also. Was bringt mir das jetzt? Okay, scheinbar gar nichts. Na gut, gebt mir mal ein bisschen Munition für die Pistole, bitte. Kopfschüsse müssen auch in Zukunft gesichert bleiben. Vielen Dank. Musste ich da hoch? Na, scheinbar. Ja. Ja, ich muss da hoch. Ich dachte, das wäre eine Leiche, aber das ist einfach nur. Was ist das? Ein Stein? Ja, das ist irgendein Stück Ruine. So, ich denke, wir können weitergehen. Schauen wir erstmal hier unten vorbei. Oh, hier geht's nicht rein. Hier ist auch nichts. Hä? Okay. Wir könnten uns quasi vom Seiteneingang reinschleichen in die Hütte, aber ist auch egal, weil wir schon alle tot sind. Pistolenmunition? Wichtig. Berühmt und berüchtigt. Krass, wir haben sogar mal wieder ein bisschen Erz verwendet gehabt. Ist voll. Oh, wir hatten auch lange kein Memo mehr von unseren Trinity-Freunden. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Trinity wird ihn dafür umbringen. Ich hoffe, das war es wert. Es wäre so geil, wenn wir den Typ halt finden würden, aber davon gehe ich nicht aus. Wir werden vielleicht erfahren, wie er gestorben ist oder so, aber ihn nicht lebendig treffen. Zumindest denke ich das nicht.
Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Was sind denn, bitteschön, Revolvermänner? Wo muss ich hin? Da, okay. Ich glaube, es sind ziemlich viele. Ich werde wie immer versuchen, erstmal so ein bisschen schleichi und dann halt bummi bummi. Oh, wie geil das wäre, wenn ich... Fuck, ich muss mir nochmal... Mal gucken, ob ich irgendwie rausfinde, wie ich 3 Pfeile auf einmal abschießen kann. Okay, das... Razer Chroma Effekte aktiviert auf unterstützenden Geräten Razer Chroma Effekte. Kann ich es einschalten? Also ich habe keinen Razer als Maus und eine Logitech G402, weil leider meine alte, geilere Logitech kaputt gegangen ist, aber die gibt's nicht mehr. Okay, kann ich nicht einschalten, wie man sieht. Ich will aber eigentlich auch in die Steuerung rein. Bin ich doof? Audio und Sprachen. Okay, ja, schön. Aber Tastatur und Maus, Controller, Gameplay, Grafik, vielleicht im Gameplay mit drin? Schwierigkeitsgrad, ja, okay. Ich spiele nicht mit Controller, das ist also egal. Audio und Sprachen, Grafik, Anzeige. Fuck! Ich kann mir nicht anschauen, wo die Steuerung ist. Ich meine, er hat bis auf Garantie schon in die... in die Dingens... Oh, fuck. So war das nicht geplant. Ihr habt mir auch gar nicht schon in die Kommentare reingeschrieben, aber... Oh, Scheiße, hab ich gesehen. Na gut, das war's mit Schleichen. Wir machen es jetzt einfach platt. Wo schickt es denn? Oh, fuck. Was, wo rennt sie denn hin? Nicht da raus, da sehen sie dich doch. Fuck, die sehr! Meine Pistole ist leer. Ja, wieder ein sehr unkonventioneller Kampf. Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Scheiß drauf. Ihr habt mir auf gar nicht schon in die Kommentare reingeschrieben, wie das geht mit den Dreifach-Pfeilen oder Doppelpfeilen abschießen. Aber ich nehme so viele Folgen auf, dass ich das halt leider nicht umsetzen kann. Weil ich es noch nicht gelesen habe. So. Ist jetzt auch nicht so mega wichtig, aber es wäre halt mal geil und ich verstehe nicht, warum ich das in der Option nicht nachschauen kann. Ich nicht irgendwo Fähigkeiten oder irgend sowas. Überlebensguide vielleicht. Ah, hier vielleicht. Ausrüstung, Feuerpfeile, Kampfmesser, Dietrich, Gewehr, Waffenteile, Handwerk. Kampf, Pfeile verschießen. Okay, Ablenkung, Luftangriff, Tarnung, Kampfinstinkt, Überquerung, Überleben. Kämpferfähigkeiten, schneller Heiler. Ah, hier, Dreifachschuss. Spüren Sie die Position. Ne, hier. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile auf 2 separate anvisierte Ziele, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Zoomen muss ich also noch zusätzlich. Das war, glaube ich, V oder sowas. Okay. Okay, das war's nicht. Kann ich denn zoomen? Ah, mit Y, alles klar. Gut. Gut, jetzt wissen wir es endlich. Und da wir jetzt keine Pistolenmunition mehr haben. Doch, haben wir wieder 12 Schuss, okay. Sonst wäre ich wahrscheinlich erst mit Pfeil und Bogen rumgerannt. Aber vielleicht, ich hoffe es, ich denke es auch, werden wir nochmal in eine Situation
in eine Situation kommen, wo wir dann einfach mal die drei Pfeile abfeuern können. Weil das wäre eine geile Situation gewesen für diese drei Pfeile, weil alle hier standen, also die drei Typen da, und die Pfeile sind halt leise. Das heißt, selbst wenn jemand das mitbekommt, dass ich da die abgeknallt habe, wissen die erstmal nicht direkt, von wo es herkommt. Aber naja, das musste ich dann halt doch wieder ein bisschen offensiver und anders kämpfen und hab's halt trotzdem geschafft, auch wenn es knapp war. Es war knapp, muss man sagen. So, jetzt nicht lang schnacken, sondern Kopf nacken oder so. Ein bisschen gucken, was abgeht. Habe ich überhaupt jemanden erwischt mit meinem Molotow-Cocktail? Ja, den Typ hier. Geil. Aber ich glaube echt nur einen. Ach, hier ist ein Funkgerät. Brauchen wir aber nicht. Drin ist auch nichts Geiles. Oder? Sehe ich irgendwas? Nee. Ich vermisse hier irgend so eine extra Aufgabe. So von wegen, schieße drei Laternen runter oder so. Naja, wir haben nicht so viel Munition, sonst hätte ich mir den Spaß jetzt mal gegönnt. Oh, hier haben wir noch einen Haufen Überlebende. Ja, gut, keine Überlebende, einen Haufen Talbewohner, die tot sind. Oh, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Neue Ausrüstung erhalten. Vollautomatikflinte. 1 von 4. Also wieder eine neue Waffe. Im Endeffekt in Anführungsstrichen, wo wir den ersten Teil finden. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig. Seine Besessenheit hat ihn verdorben. Diese Schwein. Wir müssen da hoch, okay. Das ist so ein Riesengebiet und da waren nur drei Gegner oder was? Also, gefühlt. Oh, ein kleiner Vogel. Im Regen, mitten in der Nacht. Hm. Jetzt total gebracht. Hier ist aber... Ah, noch ein Memo. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Trinity kann jeden gebrauchen, sogar diesen Mann, ja. Also, das war doch dieser verrückte Mörder, oder? Der einfach mal gerne eine Frau umgebracht hat. Einfach so, weil er halt gerne Leute umbringt. Waren wir hier schon? Ja. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir hier nicht durch. Also gehen wir hier entlang.
Was hat er denn gesagt? Okay, viele Gegner mit krassen Waffen, aber wir gehen trotzdem erstmal zurück, so weil... Ich noch nicht komplett in die andere Richtung gelaufen bin, weil ich nicht wusste, ob wir jetzt hier hoch müssen oder nicht. Hier ist nämlich noch was. Da. Ein weiteres Memo? Nein, diesmal ein Buch. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Warum machen die nicht einfach mit Pfeil und Bogenblatt? Merkwürdig. Sie jagen Bären nicht wegen des Fleisches, aber sie müssen gewappnet sein. Wahrscheinlich werden sie auch das Bärenfleisch wieder nicht essen, obwohl man das wahrscheinlich auch essen kann. Ich meine, die sind ja logischerweise nicht giftig. Ist da drüben irgendwas? Irgendwas übersehen? Das ist aber ein Fehler, oder? Warum wird denn das gelb markiert? Hä? Ist hier irgendwas? Kann ich das kaputt schießen? Also wenn diese Explosionskopfpfeile nicht so selten wären, dann hätte ich jetzt einfach mal drauf geballert, aber das wird einfach nur ein Fehler sein. Kann ich das kaputt schießen? Oh fuck! Das ist was zum Anzünden! Oh, ich Idiot! Wie kann ich die besonderen Pfeile herstellen? Ah, gar nicht, okay. Halt die Mittel. Ach so. Nicht während des Zielens, alles klar. Okay, dann können wir auch mal hier drauf ballern. Na, ah, war eigentlich klar, ne? Jetzt brauchen wir was zum Zündeln. Oh, Jungs, das ist ein Kilometer entfernt, ihr Idioten. Toll, jetzt habe ich den Typen da getriggert. Nur weil ich hier reingucken wollte und vorher halt schon in der Richtung bei denen war. Oh, Mann. Jetzt macht sie auch wieder kein Licht an, wegen Kampf und sowas. Fuck. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nicht bis hierher gelaufen. Sondern warten da ganz brav. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Welch weise Worte! Das Zeugnis dieses Apostels deutet an, dass der Prophet in Konstantinopel Bedeutung erlangte. So, oh, die sind ja wirklich hier! Scheiße! Scheiße! Oh, was mache ich denn jetzt am besten? Oh fuck! Sind die echt bis hierher gelaufen? Oh, was ist denn das wieder für eine Verkettung unglücklicher Umstände? Wenn ich nicht vorher bei denen gewesen wäre, dann hätte ich natürlich hereingekonnt, ohne dass sie irgendwas merken. Fuck, jetzt habe ich ja keine Deckung. Oh,
perfekt getroffen! Wie bitte? Die haben sich wohl gar nicht unter Kontrolle. Das sind halt direkt immer zwei auf einen. Ja, drei sogar. Ja, was soll ich da machen, Freunde? Also das ist ja wirklich krass gewesen. Oh Gott, aber das passiert logischerweise nicht nochmal. Es ist nicht seine Entscheidung. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und dann machen wir die platt und rächen uns.